Hallihallo, ihr Lieben. Wenn ihr wissen wollt, wo ich heute unterwegs bin, dann bleibt einfach dran und kommt wie immer mit. Willkommen zurück hier zu einem neuen Film aus der Reihe Wandertage. Ich bin der Wanderfritze und heute bin ich wieder unterwegs in der Sächsischen Schweiz, diesmal auf der linken Elbseite. Genau genommen in der inneren Elbschleife zwischen Königstein und dem Kurort Rathen. Ich bin, wie gesagt, auf dem Rauenstein unterwegs, ein sehr imposanter, markanter Felsen hier. Nicht allzu hoch, aber dennoch wunderbar zu erwandern. Hier oben gibt es einen Gratweg, den sogenannten Rauenstein-Gratweg. Der ist so ähnlich wie der Gratweg auf dem Schrammstein. Hier gibt es auch ein Gasthaus, seht ihr schon im Hintergrund, allerdings hat es noch geschlossen. Das ist immer geöffnet zwischen April und Oktober. Und ich würde sagen, es geht los, ihr kommt natürlich mit, auf geht's! So, Lieben, bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Ich habe gerade mal geschaut auf meinen YouTube-Kanal und da musste ich feststellen, dass von denen, die zusehen, ca. 30% Abonnenten sind. Die restlichen 70% sind keine Abonnenten. Aber ich würde mich freuen, wenn auch die 70% meinen Kanal noch abonnieren und natürlich auch die Glocke betätigen, weil dann verpasst ihr auch nichts mehr in der Zukunft. Es kommen weitere Videos, auch in verschiedenen Kategorien. Also es wird immer wieder spannend. Alle 14 Tage kommt ein neues Video. Also wie gesagt, an die 70%, die keine Abonnenten sind, einmal abonnieren. Lasst einen Daumen hoch da vor allen Dingen, betätigt die Glocke und dann verpasst ihr nichts mehr in der Zukunft. So, aber jetzt geht's los. Los geht es für mich heute hier vom Wanderparkplatz in Weißig. Der ist kostenpflichtig, kostet am Tag 3 Euro Parkgebühr. Wenn man ca. 200 Meter davor an der Bushaltestelle vorbeikommt, dort ist auch ein kleiner Parkplatz und der ist nämlich kostenfrei. Und dann geht es für mich hier los, über die kleine Straße geht es hier direkt über den Feldweg Richtung Rauenstein. Man läuft hier direkt auf das Felsmassiv drauf zu. Das ist gar nicht so weit weg vom Parkplatz. Hier geht es dann rechts weg und da beginnt schon die Treppenanlage aus Holzbullen hinauf auf den Rauenstein. Sehr gemütlich geht es hier nach oben. Und wenn man oben angekommen ist, ist man direkt schon am Berggasthaus. Hier hat man auch eine der schönsten Aussichten überhaupt auf dem Rauenstein. Und von hier bin ich dann gestartet über den Rauenstein-Gratweg. Der schlängelt sich hier über das Felsmassiv, mit kleinen Treppenleitern geht es nach oben, nach unten und natürlich hat man immer wieder rechts und links wunderbare, grandiose Aussichten. Ja, und hier geht es dann schon allmählich wieder runter vom Felsmassiv und da ist auch schon für heute der erste Teil meiner Wanderung geschafft. Zwischen Königstein und dem Kurort Rathen, im Inneren der Elbschleife gelegen, ragt der Rauenstein mit seinen 304 Höhenmetern aus der Umgebung empor. An seinen Felswänden findet man viele Einmeißelungen von Jahreszahlen, die wohl belegen, dass das Felsmassiv schon früh genutzt wurde. So taucht die Jahreszahl 1813 an verschiedenen Stellen auf und belegt, dass das zerklüftete Felsmassiv in der napoleonischen Zeit während der Befreiungskriege offenbar von den Bewohnern der umliegenden Dörfer als Zufluchtsort aufgesucht wurde. Am südwestlichen Aufstieg blieb die Jahreszahl 1754 als Einmeißelung erhalten. Insgesamt ist das Felsmassiv 600 Meter lang und ca. 200 Meter breit und nahezu völlig bewaldet. Dabei fällt es nach Norden Richtung Elbe allmählich ab.
Ein Jahr nach Eröffnung des Weges wurde ab 1886 in der Kapphöhle, auch als Kappmeier oder Kammhöhle bezeichnet, auf dem Gipfelplateau an der Lehmannschlucht eine kleine Sommerwirtschaft mit Getränkeausschank eingerichtet. 1893 erfolgte dann die Errichtung der noch heute bestehenden Berggaststätte hier am südöstlichen Ende des Rauensteins und wurde 2006-2007 umfassend saniert. Das Berggasthaus bietet gute sächsische Küche zu moderaten Preisen an. Trotz der Nähe zu den Touristenorten Wehlen und Raden erfolgte die touristische Erschließung des Rauensteins aufgrund der stark zerklüfteten Struktur vergleichsweise spät. Auf Initiative der Sektion Dresden des Gebirgsvereins für die Sächsisch-Böhmische Schweiz wurde 1885 der 1745 Meter lange Rauensteingradweg über den Kamm des von West nach Ost verlaufenden Felsmassivs angelegt. Dabei mussten drei größere Schluchten überbrückt bzw. durch Treppenanlagen überwunden werden. Die größte Schlucht war die Lehmannschlucht, benannt nach Oskar Lehmann, dem Initiator der Erschließung. Im unteren Teil der Schlucht waren sogar Sprengungen zur Weganlage notwendig. Die Gesamtherstellungskosten des Weges beliefen sich auf 603 Mark. Die hölzernen und sandsteinernen Steiganlagen des Rauensteingradweges wurden 1968 im Zuge einer Sanierung durch Metalltreppen und Leitern ersetzt. Regenhülle auf den Rucksack machen, weil es doch schon ein bisschen mehr regnet. War ja angesagt, aber das ist Gott sei Dank nicht den ganzen Tag so. Heute früh, vorhin habt ihr ja schon gesehen, war es richtig schön, die Sonne kam raus, genau pünktlich an der Berggaststätte. Aber jetzt hat es wieder zugezogen, es hat erst ein bisschen genieselt und jetzt regnet es etwas doller, aber schlechtes Wetter. Gibt es nicht, nur schlechte Kleidung. Ein Glück, dass ich richtig gute Kleidung anhabe, nämlich die von Revolution Race, habe ich euch ja vorgestellt. Ich habe heute auch meine Fleecejacke drunter, auch von Revolution Race. Das ist die hier mit diesen Löchern hier für die Hand, kann man nicht den Ärmel nach oben rutschen, genau. So,
Ja, die Sicht ist jetzt nicht mehr so schön. Soll allerdings nicht so lange oder nicht gar so lange schlecht sein, das Wetter. Ich glaube, es noch eine halbe Stunde, dann soll die Sonne wieder ein bisschen rauskommen. Ja, wie gesagt, erstmal ein bisschen wetterfest angezogen und jetzt geht es weiter über diesen wunderschönen Gratweg hier auf dem Rauenstein. Ich zeige es euch mal, ich drehe mich mal so ein bisschen. Da, wo der umgestürzte Baum ist, da geht es jetzt runter. Genau, unterwegs werde ich noch eine kleine Rast machen. Frühstück, genau. Und dann werden wir mal schauen, wie weit es noch ist. Der Gratweg ist nicht allzu lang. Ich habe mal recherchiert, 1745 Meter ist er lang. Und das ist, denke ich mal, eine machbare Strecke. Jetzt fängt es sogar ein bisschen an zu schneien. Haben sie auch angesagt. Na gut. Ich zeige euch auf jeden Fall noch ein bisschen hier die Aussichten. Hier hat man nämlich einen wunderbaren Blick rüber ins Elbtal und zu den ehemaligen Steinbrüchen bei Wehlen. Und die zeige ich euch jetzt mal. Windstoß hier. Also Kiste hier. Mit einem Schlag hat sich zugezogen. Ich muss irgendwo ein bisschen Schutz suchen, und zwar auf der windabgewandten Seite. Ja. So. Das haben wir nie wieder Schönes gefunden. Aha. Hat man wohl ein bisschen gegrillt. Da. Und hier scheint auch eine kleine Lagerstelle zu sein. Naja gut, es gibt halt überall Leute, die es eben nicht so genau meinen mit dem Umweltschutz. Ja, so. Ja, heute früh sah es richtig schön aus, wo ich hierher gefahren bin. Da sieht man es. Nochmal da. Da geht der Schnee hinüber. Wir haben zwar schon Ende Februar. Eigentlich hatte ich gedacht, dass nichts mehr kommt, aber es ist halt Winter, ne? Ja, heute früh sah es richtig gut aus, war ein richtig gigantisch schöner Sonnenaufgang. Sah richtig mystisch aus. Und dann war natürlich auch direkt am Berghaus der Sonnenschein, der war schon vielversprechend, aber ja, jetzt werden wir mal ein bisschen abwarten, was hier noch so passiert. Ich will ja noch zum kleinen und großen Bernstein rüber. Ja.
Und ehrlich gesagt, das Wetter muss nicht so scheiße sein, habe ich vorhin gesagt. Aber Leben in Gerade. Jetzt kommen wir richtig dicken Flocken runter. Da haben sie angesagt, leichter Schnee. Ich gucke gleich nochmal aufs Wetterradar und dann schaue ich mal, ob ich hier ein bisschen ausharren kann. Genau. Bis gleich. So, ihr Lieben, jetzt muss ich erstmal hier ein bisschen die Linse wieder sauber machen. Ja. Heute wieder kein Putztuch mit hier. So. Ach Gott. So. Jetzt habe ich den Gradweg hinter mir gelassen. Jetzt geht es hier ganz allmählich durch den Wald hinunter. Und ich werde mich jetzt rüber zum kleinen und großen Bernstein begeben, weil ich weiß, dort ist eine Schutzhütte und dort gibt es erstmal Frühstück oder ich glaube auch schon Mittag. Hat ja noch ein bisschen gedauert. Der Schneesturm hat ein bisschen aufgehört, aber wie gesagt, das Wetter heute nicht das Beste. Ihr wisst, ich bin eigentlich ein Fan von schönem Wetter, aber man kann nicht alles haben. Genau. So, wie gesagt, hier im Hintergrund, da seht ihr noch den Rauenstein. Jetzt geht es hier runter durch den Wald. Ich zeige es euch, da geht der Weg hinunter. Und dann geht es rüber zum kleinen und großen Bernstein. Und dort gibt es erstmal eine kleine Rast. Also, es geht weiter. So, ihr Lieben, jetzt bin ich ein kleines Stückchen verkehrt gelaufen, aber das liegt daran, dass bei Komoot die Wanderwege, die da eingezeichnet sind, nicht immer mit der Wirklichkeit übereinstimmen müssen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich den links den Weg finde. Das ist nicht der Fall. Jetzt bin ich ein Stück wieder zurückgelaufen. Da war auch schon eine Wegweise Richtung Weißig und den bin ich jetzt reingelaufen. Und da muss es irgendwann rechts weggehen zum großen und kleinen Bernstein. Also, auf geht's. So, ihr Lieben, wie ihr das euch sehen könnt, ist das eine Wildschweinsuhle oder ein Wildschweintreff. Hier riecht es auch ja, ein bisschen nach Wildschwein. Und das Gelbe, was ihr hier seht, diese fünf Flecken, das ist Getreide, Mais zum Anfüttern. Weil, ich drehe mich mal, da ist des Jägers Unterstand und der wird hier anfüttern und dann sich auf die Lauer legen und auf Familie Wildschwein warten und dann macht es Peng Plautz und da gibt es einen fetten Wildschweinbraten. Ich muss bitte aufpassen, dass ich nicht wegrutsche. Genau, ich gehe da mal hin. Genau. Oh, Mais ist das. Genau, zum Anfüttern. Und wie man sieht, hier ist auch reger Betrieb. Ist auch frisch hingestreut worden. Und des Nächtens kommt dann hier die Wildschweine oder irgendein anderes Getier, vielleicht auch Reh, und möchte sich erlaben. Ist ein bisschen makaber, wenn man das hier so sieht. Da optimales Feld zum Erlegen des Wildes. Aber so ist das nun mal. Genau. Ich muss mal gucken, irgendwie ging jetzt hier hinten der Weg runter. Ich glaube da. Da drüben sieht man es schon. Das ist der große. Da drüben der kleine Bernstein und da will ich jetzt hin. Wetter ist wieder schön, die Sonne ist schon wieder rausgekommen, der Schneesturm hat nachgelassen und dann ist es auch nicht mehr weit bis zur Schutzhütte am Bernstein. Jetzt muss ich erstmal hier über das Feld, weil hier ist wahrscheinlich der Förster mit dem Anhänger drüber gefahren oder mit seinem Auto. Genau. Müssen wir mal gucken, wo es hier runter geht. Irgendwie war doch hier ein Weg. Ansonsten muss ich mal schauen, wie ich jetzt hier runterkomme. So. Jetzt
Jetzt muss ich mal gucken, ob ich überhaupt richtig bin. Also ich habe den Weg gefunden. Ah ja, doch. Hier ist die Zweigung, hier geht es wieder hoch. Richtung Rauenstein. Und ich muss den Weg hier runter folgen. Also sind wir richtig gut gefunden. Jetzt geht es erstmal runter in ein Tal. Und auf der anderen Seite, da drüben ist der Bernstein, geht es dann wieder hinauf. Jetzt kommt die Sonne wieder raus. Herrliches Wetterchen hier. Mal gucken, ob es auch so bleibt. So, jetzt geht es hier runter ins Tal. Und dann, wie gesagt, drüben auf der anderen Seite wieder hinauf. Und ihr kommt natürlich mit. Ich muss ein bisschen aufpassen. Hier liegen überall kleine Äste, Bäume der Quere. Und es ist natürlich rutschig. Es hat ja die Nacht schon ziemlich heftig geregnet, auch die letzten Tage. Man muss ein bisschen aufpassen, wo man hintritt. Ja, nicht auf die Stämme oder auf irgendwelche Äste, Wurzelwerk, sonst macht es Krulitschi die Butschi und ihr seid schneller unten als ihr. Genau so. Ich sag's noch und schon liege ich auf der Nase. Ja. Ich sag noch, nicht auf die Wurzeln treten. Zack, und schon liege ich. So. Aber nichts passiert. Schön auf den Popo gelandet. Genau. Also, wie gesagt, wenn ihr hier schon nach dem Regen oder bei Regen oder schlechtem Wetter unterwegs seid, dann passt bitte auf, wo ihr hintretet. Genau. War der Schreck größer als das Aua. So, hier haben wir wieder einen schönen Fels überhang. Hier ist ein Bürger runtergestürzt. Genau, das sieht doch richtig schön aus. Guckt mal. Eine Sandmühle. Da. Wunderbar. Hier hat man sogar bei schlechtem Wetter die Möglichkeit, einmal ein bisschen Unterschlupf zu finden. Hier drüben auch. Ich glaube sogar noch fast, der ein oder andere wird hier auch bestimmt übernachten. Aber wir wollen es ja mal nicht so beschreien. Genau. Weil wir wollen ja niemanden irgendwie was vorwerfen. Das ist schon ein wunderbarer Felsen hier. Schön. Gefällt mir. Jetzt bin ich wieder fast hergerutscht. Ein bisschen aufpassen jetzt hier. Da drüben auch haben wir so eine kleine Sandmühle. Herrlich. Traumhaft hier. So. Jetzt geht es hier runter ins Tal. Da kommt dann wieder ein ordentlicher Forstweg, Wanderweg. Ich weiß gar nicht, ob das hier ein offizieller Wanderweg ist. Laut Komodian sind noch einige schon gelaufen. Aber ich habe noch keinen Wegweiser gesehen. Da haben wir noch diese imposante Felsen. Herrlich. Gut. Nichtsdestotrotz, es geht weiter und ich werde die Kamera ausmachen, damit ich mich auf den Weg konzentrieren kann, dass ich mich nie wieder auf die Nase lege. Oder auf den Torres. So, genau, hier ist noch meine Bank. Aha, guck, eine schöne Bank zum Verweilen. Sogar eine Inschrift, aber das kann ich gar nicht lesen. Ein A, M, D, E. Bestimmt jemand mal reingeschlagen. Na gut, so, da nochmal dieser Überhang. Da kann man bestimmt auch. Da fand ich ja aus wie eine Bofe. Aber wir sind natürlich hier nicht im Bofengebiet. Hier gibt es keine Bofen auf dieser Seite. Außer am Pfaffenstein, da gibt es zwei Bofen, aber hier gibt es keine. Aber da lässt sich bestimmt schön schlafen da oben. Das ist eine Ruhe. So, na gut. Jetzt muss ich erstmal hier mir einen Weg bahnen. Hier ist eine Birke quergestürzt. Ich glaube, ich muss hier oben durch. Genau. Ein bisschen umgehen. Und das ist schon ein offizieller Weg. Hier unten sind, ich sehe es gerade. Hier ein bisschen hochsteigen. Aufpassen, dass ich hier nicht wegrutsche. So. Das Ganze umgehen. Jetzt geht es hier ein Stück wieder runter. Genau. Schön vorsichtig. Aufpassen, dass man hier nicht irgendwie mit dem einen Fuß auf den Stock tritt und mit dem anderen den sperrt, sonst liegt man auch auf der Nase. Aber das muss ein offizieller Weg sein, weil hier sind Treppen. Zeige ich euch. Achtung. Da. Sandsteinstufen hoch. Genau.
Also muss ein offizieller Weg sein. Gut, und da unten uns sieht man schon den Forstweg und da drüben geht es dann hinauf zum großen Bernstein. Hier Martins Ruhe erreicht, eine kleine Schutzhütte. Werde ich ein bisschen Pause machen, was essen. Ich habe wieder Eier mit, die schöne Eierbox. Dann habe ich wieder mit schönen Schnitten mit hier so einer Gurke drin. Wie immer gibt es bei mir diese kleinen Kammwurzer und die kleinen Knacker. Heute habe ich auch mal Buletten mit, die sind allerdings nicht frisch gemacht, sondern gekauft aus dem Discounter meines Vertrauens. Und wie immer Pfefferminztee. Genau. Gut, ihr Lieben, ich werde es mir jetzt schmecken lassen und wenn ich dann wieder frisch gestärkt bin, Durst und Hunger gestillt habe, dann geht es für mich weiter auf den großen und kleinen Bernstein. Aber ihr Lieben, ihr müsst noch 14 Tage warten. Leider, leider. Für mich ist der erste Teil heute beendet. Der Rauenstein, habt ihr ja gesehen, anfangs super schönes Wetter, Sonne pur, dann plötzlich Nieselregen. Es wurde immer stärker mit Regen und es kam sogar ein Schneesturm. Wir haben natürlich Februar und Winter, logischerweise kann das passieren, aber ich hätte nicht damit gerechnet. Jetzt scheint wieder die Sonne, super Wetter. Es ist zwar nicht ganz so warm draußen, wir haben so um die 5, 6 Grad, aber nichtsdestotrotz, das Wetter passt gerade. So ihr Lieben, ich, wie gesagt, lasse es mir jetzt schmecken. Wir sehen uns dann in 14 Tagen wieder zum zweiten Teil, wenn es heißt, es geht auf den großen und kleinen Bernstein. Und bis dahin wünsche ich euch allen noch ein schönes Wochenende, eine schöne neue Woche. Ihr könnt mich hier auf meinem YouTube-Kanal gerne kommentieren, Daumen nach oben da lassen, logischerweise. Betätigt die Glocke, dass ihr nichts mehr verpasst. Vor allen Dingen die 70%, die keine Abonnenten sind, gerne Abo da lassen, Glocke betätigen, da verpasst ihr in Zukunft nichts mehr. Bei Facebook auch einen Daumen hoch da lassen, schreibt was in die Kommentare. Bei Instagram seht ihr das ein oder andere Foto. Und auf meiner Internetseite www.der-wanderfritze.de ist alles nochmal verlinkt zu meinen einzelnen Touren. Ihr könnt bei den Infos nachschauen, da habe ich diverse Verordnungen und Gesetze mit reingesetzt, die hier speziell für Sachsen gelten, auch für den Nationalpark Sächsische Schweiz. Und ihr könnt natürlich auch meine komplette Ausrüstung dort bestaunen. Findet ihr alles auf meiner Internetseite. Gut, ihr Lieben, das soll es für mich gewesen sein. Ich verabschiede mich von euch. Bis zum nächsten Mal, sagt Tschüss, der Wanderfritze.